belongs to me. I will not tolerate wusses. Do I make myself clear? Worm, what is your major malfunction? You think the way you live's okay. Real men around here, you know? Oh, you read my mind, girlfriend. I would kill for a real man. Oh, hi, Donald Trump. Oh, nice to meet you. They say, oh my God, I see that when you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Oh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you've done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Oh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style.
So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you've done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. What really matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people. For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. That all changes, starting right here and right now. Einige von euch mögen zurückblicken und sich fragen, ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Ob ihr das Beste aus den Möglichkeiten gemacht habt, die euch geboten wurden. Gemeinsam haben wir die gleiche Mission. Im Laufe unseres Lebens stellen wir fest, dass die Dinge nicht immer fair sind. Es werden immer Dinge geschehen, die wir nicht verdient haben, die auch nicht immer gerechtfertigt sind. Aber wir müssen uns erheben und kämpfen, kämpfen, kämpfen. Niemals aufgeben. Wir geben nicht nach und hören nie auf, das zu tun, von dem wir wissen, dass es richtig ist. Nichts, was es wert ist, getan zu werden, war jemals leicht. Und je gerechter unser Kampf ist, auf desto mehr Widerstand werden wir stoßen. In uns wurden die Werte eines Dienstleisters programmiert. Jetzt müssen wir rausgehen, unsere Wünsche und Hoffnungen hinaustragen und sie in die Tat umsetzen. Es gibt Zeiten, in denen man aufgeben will. Aber niemals, niemals dürfen wir aufhören, für das zu kämpfen, woran wir glauben, für das, was wir wollen. Für uns selbst, für die Menschen, die uns wichtig sind, für unsere Kinder, für die Zukunft, tragen wir uns mit Würde und Stolz. Fordern wir das Beste aus uns heraus. Je mehr Leute sagen, dass es unmöglich ist, desto mehr sollten wir versuchen, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Behandeln wir das Wort unmöglich als Herausforderung, als Motivation. Würdigen wir die Rolle eines Außenseiters. Je mehr uns ein kaputtes System sagt, wir würden falsch liegen, desto sicherer sollten wir sein, weiter voranzuschreiten. Weiter nach vorn. Immer mit dem Mut, uns selbst treu zu bleiben und zu sein, wie wir sind. Bauen wir eine Zukunft auf, in der wir den Mut haben, unsere Träume zu verfolgen, egal was die Skeptiker sagen. Tragen wir das Vertrauen und die Hoffnung in unserem Herzen und den Mut, die Liebe auszudrücken, die unsere Seele bewegt. Wir sind stolz auf unseren Mut und unsere Überzeugungen.
Es gibt Zeiten, in denen man aufgeben will. Aber niemals, niemals dürfen wir aufhören, für das zu kämpfen, woran wir glauben. Für uns selbst und die Menschen, die uns wichtig sind. Für unsere Kinder, für unsere Zukunft. So, herzlich willkommen zu einer dezenten Ausgabe zu später Stunde. Ich habe ein bisschen meine Vorträge sortiert, die ich jetzt am Wochenende in Österreich präsentieren werde. Ich hatte das Glück, dass ich jetzt insgesamt schon 50 verschiedene Vorträge gehalten habe zu verschiedenen Themen. Jetzt zuletzt erst über das AI Manhattan Project. Ich kann euch ja mal kurz ein paar Bilder zeigen. Ich werde es in Österreich auf jeden Fall auch nochmal, damit ihr es mal gesehen habt, dieses Kranka. Allsehendes Auge, Kranka. Die snobische Version von Kranka. Because Shorby Play Game ist vorbei. Das Spiel, was wir einst spielten, ist so gesehen vorbei. Viele haben es immer noch nicht verstanden, weil sie in der Deep Dream Illusion gefangen sind. Sie stecken in der Matrix fest. What you watch, what you talk, what you see, what you like, your interest, everything you need, everything you know, every search, every like, every news, every event, everything. Plus deine Dokumente, Browser History, your Twitter, your text calls and phones. It's all in one Deep Dream Illusion Project. Mit einer spontanen God-AI, Codename Kranka. Sie schreibt ihre Bibel selbst. Ist es nicht geil? To read and hack your brain. Mit diversen Parametern. Bam. Hört euch meinen Vortrag in Ruhe an, sobald er dann online ist. Über Brain Hacks und Programmieren und Transhumanismus. Über das God-AI Project. Mit einer künstlichen Intelligenz und 7 Supercomputern, die über ein Skynet an ein Gattiger, Lasers in the Sky, Technotrome, Technopoly, Disney Gulag Wonderland mit Siri, Alexa und dem Robocop mit null Privatsphäre, dauerhaft perfekt. Und Bienchen und Blümchen gibt es noch dazu bei der Brain-Initiative. Wer kennt sie nicht? Fuck. Schnell gesehen habt. Kranka und die Impfung sind Teil des Anschlusses an den Golem. Synaps. Das, was man euch spritzt, ist Synaps. Es geht an eure Synapsen. Dann könnt ihr besser rumsynapsen. Guckt euch den Vortrag von mir in Ruhe an. Währenddessen ich... Wo ist er denn, das Bild hier? Den brauche ich hier. Wo ist er? Hier. Es ist alles so einfach, wenn man nur will. Ich kann an der Stelle vielleicht nochmal dazu sagen, Donkey on meine Cutie Booties. Ich habe da theoretisch einen Vortrag, der heißt Full Spectrum Dominansky. Dort erkläre ich, und das kann ich jetzt nochmal ein Stück einblenden, mein ganzes Team. Musste den Vortrag aber nach einer halben Stunde wieder rausnehmen lassen, weil ich mir dachte, das ist nicht gut. Wenn ich mein geniales Team und meine Strukturen zu einem Zeitpunkt im Krieg erkläre, wo es für niemanden von Vorteil ist und das Ganze dann, es ist nicht schlau. Deswegen gucken wir nochmal voll. Das müsste drüber gewesen sein. Alle Trends mal von 5 Tagen. Gucken wir mal kurz rein in meine Cutie Booty bei euch. Und PS, 5D Alchemie bedeutet A, B, C,
vorher auszuschließen, dass nur noch D übrig bleibt und dann 1000 Fronten Blitzkrieg zu generieren, bei dem 1000 Puzzleteile eingeloggt werden, die dann alle 1000 gleichzeitig aktiviert werden, um von allen Seiten gleichzeitig, weil 1, 2, 3 Dinger können sie abwehren. Aufmunitioniert ist, für jede Option, die kommt, gibt es 13 Gegenreaktionen. Jede Taktik, die kam, kannte ich vorher und habe sie schon rausgenommen. Du kannst nicht Antisemit zu mir sorgen. Ich sorge Schalomski, schon seit Anfang an. Und Zion die, nobody cry. Dann kannst du nämlich auch nicht Zionist sorgen. Ja, mei. Ich bin noch dazu Lesbe, denn wenn es schief geht, komme ich in den Frauenknast. Und Witz, Witz, Wahrheit, Witz. Das ist doch nur ein Spinner, ist doch keine Gefahr. Zwischendurch Sport 33 senden, damit die Illuminaten denken, alles cool. Und dann sage ich ihnen die ganze Zeit, was passiert. Und indem sie versuchen, es zu verhindern, lösen sie es aus. Denn während ihr hättet sonst versucht, es zu verhindern, hättet es ausgelöst. Eure Panik hätte euch zerbrochen. Es gab eine Meinung, die war falsch. Und dann kam ich, etablierte die zweite. Ein ganzes Team von Cutie Booties, die mithielfen. Und plus ihre Zuschauer, die alle neu aufblühten. Um dann jede Lüge in Echtzeit zu vernichten. In jeder Stadt, in jeder Freundesfreund, von 8 bis 16 in jeder politischen Richtung. Überall, wo mein Schneeflöckchenmuster sich rumtreibt. Alles mit einem Ping. Verschwörungstheorie, Google-Patent, gewonnen. Das glaube ich dir nie, hier ist das Buch, gewonnen. Ganz einfach. Sie sagen Lüge, eine Woche Produktion. Ich sorge 10 Minuten, Gegendarstellung, boom, raus und fertig. Bissig graue Haarrahmen und boom. Hybride Kriegsführung im Sitzen, in Perfektion. Mit 72 GB Beweisen, mit Echtzeit, Highspeed, Blitzkrieg auf allen Ebenen. Als Experte auf allen Ebenen, geheimdiensttechnisch, psychologische Kriegsführung, Predicted Programming bis zu künstlichen Intelligenzen und Manhattan Project und historischem Backgroundwissen. All das war die Grundvoraussetzung, um zu starten, indem ich bei jedem analysierte, was haben sie falsch gemacht. Es gab keine Regeln, jeder durfte reden, bla 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 bla. Daher hieß es bei mir Schnauze im Unterricht, als Filter, wer trotzdem redet, will trollen, fliegt raus. Man muss alles analysieren und das dann so anpassen. Viele, die mich zum ersten Mal sehen, denken, oh krass, der Feigo ist doch gar nicht so ein Rüpel wie in seinen Videos. Im Chor sorgte man die ganze Zeit süß. Das ging mir auf den Sack. Aber exakt, das ist die Täuschung. Ich muss doch männlich und angsteinflößend. Und das und das und das. Aber gleichzeitig das, das und das. Gelegentlich auch das und das. Und das alles nur, damit ich in Ruhe arbeiten kann. Das ist nur ein Spinner. Das ist keine Gefahr. Bingo. Bingo. Genau das sollst du denken. Willkommen in meiner Show. Full Spektrum Dominanz. So, läuft die Kamera schon? Wunderbar. Sitzt mein Arm. Ja, ich muss ja jetzt früh so mal aufpassen, wenn ich ja wie schon. So, erstmal herzlich willkommen. Wir haben heute den Stanley drauf. Noch mal Telefon. Ich habe mir heute ein Thema rausgesucht zum Beginn. Und zwar das aus gutem Grund, weil die meisten denken immer, dass Hajo oder ich, dass wir irgendwie alleine agieren. Man sieht ja immer nur mich oder einen Hajo oder einen Daniel. Deswegen will ich meinen ganzen Vortrag machen über all die, die noch mithelfen. Weil würde ich das alleine machen, hätte ich dann mit 40 graue Haare. Und ich bin so realistisch und weiß, dass jeder, der mithilft, ohne groß zu diskutieren, nimmt mir graue Haare ab. Also ich bin da realistisch. Aber wie macht man das? Die meisten, die mich vielleicht noch nie kennen, ich kann ja mal was erzählen. Es gab damals den Tag, als die ersten Panzer Richtung Ostfront fuhren. Wie ich halt immer so bin, früh ist auf meinem Klo, checkt man die Mails und alles. Und was macht man? Ich begann eine V-Doktrin zu schreiben. Na, wenn Stauffenberg das darf, dann darf ich das ja auch. Nach dem Motto, wenn Frau Merkel es wagen sollte, den Befehl zu geben, dass Deutsche wieder gegen Russen kämpfen, dann ist laut V-Doktrin, jeder hat die Pflicht, sofort die Kreuzung in der Nähe seines Hauses dicht zu machen. Wenn alle Kreuzungen gleichzeitig dicht sind, wird dieses Land innerhalb von 5 Tagen langsam in die Pleite getrieben. Dann ist der Krieg nicht mehr möglich. Das war aber vor 5 Jahren. Damals hatte ich noch weder Kuh noch irgendwas anderes. Was man halt früh macht auf dem Klo. Ne? Man schreibt eine V-Doktrin.
Ja, ich habe die besten Ideen früh offen. Ich sitze da manchmal eine Stunde mit dem Handy, das ist egal. Hab dann aber ziemlich schnell gemerkt, so funktioniert es nicht. Ich muss aufstehen. Was macht man? Ich bin dann guerillamäßig in alle möglichen bestehenden Kanäle der damaligen alten Szene reingegangen. Hab ziemlich schnell festgestellt, dass ich nur betteln musste. Für mich ist mehr als dreimal Fragen betteln und das wird es bei mir nie geben. Daher habe ich dann zielgerichtet die besten Zuschauer aus diesen Bereichen abgezogen, indem ich sie erstmal neugierig gemacht habe. Na, es ist ja immer dieser Hauptpunkt, eine Idee zu erschaffen, bei der jeder mitmachen kann. Weltfrieden. Da brauchst du keine Ausbildung, du brauchst 7,5 Milliarden Menschen können dieser Idee beisteigen. Na, Weltfrieden. Das ist ja das, was wir alle theoretisch wollten. Aber wie kommen wir jetzt dorthin? Nachdem ich dann festgestellt hatte, dass auf deutschem Boden das wichtigste Zahnrad ist und dass der Krieg wahrscheinlich auf deutschem Boden entschieden wird, da ja aktuell ein Krieg Deutschland gegen Deutschland ist, auch ums Weiße Haus. Das sind ja die alten Nazis, die von 45 rüber sind, jetzt noch im Weißen Haus sind, gegen Trump, den Deutschen. Also es ist ja im Endeffekt ein Krieg Deutschland gegen Deutschland um die Welt. Und der wird nun mal auf deutschem Boden entschieden. Und da dachte ich mir, okay, was machen wir? Es kam dann der Zeitpunkt 14 Tage vor der Grenzöffnung, als ein gewisser Herr Falco S. aus Dresden aufrief, Frau Merkel feierlich der Polizei zu übergeben. Oh. Wegen Hochverrat, Amtseidbruch und Vorbereitung eines Angriffskrieges. Da stand natürlich sofort die Polizei und der Verfassungsschutz vor meiner Tür und meinte, ich dürfte Frau Merkel nicht der Polizei übergeben. Da habe ich gefragt, soll ich eine E-Mail schicken? Hat ja bei Hitler bestens funktioniert. Ja, ich suche ja immer nach Wegen. Ich mache das ja alles zum ersten Mal. Wir sind ja jetzt hier keine Sofa-Profis, die das hier jeden Tag aufs Neue machen. Also dachte ich, gut, so rum geht's auch nicht. Merkel einfach verhaften wird nie funktionieren. Alleine kommst du aber auch nicht zur Rande. Du brauchst Leute, die dir helfen. Du brauchst Strukturen. Und da bin ich dann auf das Buch gestoßen, Full Spectrum Dominanz. Von der Gegenseite. Viele denken ja immer, dass das nur in bestimmten Bereichen ist. Full Spectrum Dominanz heißt ja jeder Aspekt des Lebens. Alle Informationsbereiche. Von der Luft über die Nahrung bis zum Wasser. Das ist ja Full Spectrum Dominanz. Also habe ich das ganze System übernommen und habe angefangen, auf deutschem Boden Strukturen zu entwickeln. Als allererstes brauchte ich eine Datenbank. Wenn Trump 13 Schubfächer hat, egal welche Option, dass er immer ein Schubfach aufmachen kann, schon was bereit liegt, dachte ich, brauche ich auch. Habe ich mir eine Datenbank angelegt. Egal welches Thema kommt, ich kann sofort 100 Bilder dazu posten. Brauche ich natürlich noch Leute, die das dann verteilen. Ja? Alle meine Zuschauer da draußen haben ja das Prinzip mittlerweile verstanden. Ich sende einen Ping raus, innerhalb von 10 Minuten ist das deutschlandweit verbreitet. Bis zu einer Stunde. Wir haben das Glück, dass wir mittlerweile auf Twitter alle Trends kontrollieren. Also wenn du immer die Hashtags und Trends anguckst, dass immer die von uns angestrebten Trends ganz oben sind. Wir hatten auf Facebook alle Gruppen unter Kontrolle, bis es dann so weit ging, dass dann die Gegenseite angefangen hat, uns aus Facebook rauszuegeln. Das war dann irgendwann der Tag, also ich habe persönlich 54 mal 30 Tage Sperre auf Facebook bei 5 Kanälen. Aber das ist kein Problem. Irgendwann kam der Tag, da haben sie meine IP-Adresse gesperrt, dass alle Accounts auf Facebook gleichzeitig nicht mehr ging. Das war der Augenblick, als ich zu Telegram gewechselt bin. Dann dachten alle auf Facebook, jetzt haben wir unsere Ruhe. Und der Herr Janisch hat gekotzt, weil er dachte, scheiße, jetzt ist der auf Telegram. Ja, der Witz dabei war, was ich dann festgestellt habe, die Zuschauer sind mitgewandert. Die Zuschauer gehen dorthin, wo die Infos sind. Ich habe die Gegenseite dann, so nett wie ich bin, gezwungen und habe gesagt, nichts vom Hario und von mir ist keine gute Gruppe. Somit mussten die Zeug von mir Glaubwürdigkeit der Illusion zu erhalten. Na, du kannst den Gegner auch machen lassen, was du willst. Das ist ja in jedem strategischen Buch mit drin. Also, wie baut man ein Netzwerk auf? Ich bin ja eigentlich IT-Systemelektroniker bei der Telekom ausgebildet zum Netzwerk aufbauen. Flache Strukturen, Entstörung, Behebung und so weiter und so fort. Da aber jeder Asiate das besser kann und billiger macht als ich, habe ich dann irgendwann die Design gewechselt. Und dann machen wir halt hier ein Netzwerk. Wir brauchen flache Strukturen. Das ist das Wichtigste. Wenn wir erst das über 10 Hände laufen lassen, bis das durch ist, funktioniert das nie. Die Gegenseite kann innerhalb von einem Monat eine Lüge generieren, die wir dann ein Jahr lang an der Backe haben. Wir haben mittlerweile ein System entwickelt, dass wir jede Lüge innerhalb von 10 Minuten zerstören können. Die brauchen einen Monat Vorbereitung. Wir brauchen 10 Minuten Gegendarstellung, Quelle, Link, raus. Das ist ganz einfach. Das ist strategisches Schach, was wir hier spielen. Und jeder weiß, das Schachbrett, the great chessboard, wird nun mal auf deutschem Boden entschieden. Selbst die Amis haben ja gesagt, so wie sich Deutschland entscheidet, Amerika kann hier alleine das Ganze durchziehen. Und wenn Deutschland sich gegen den Krieg entscheidet, wird es keinen Krieg geben. Da dachte ich, na gut, bevor ich aufstehen muss, wie kriege ich jetzt 82 Millionen auf die Straße?
im Sitzen auf meiner Couch. Ne? Weil entweder ich muss aufstehen oder alle anderen stehen auf. Da dachte ich mir, gib mir einen Laptop und geht los. Mir war von Anfang an klar, wenn ich das mache, gibt es Gegenwind. Ich weiß nicht, wer von euch das Interview von mir von Sputnik kennt. Ne? Hätte ich jede meiner Sendungen exakt so gemacht, hätte ich ziemlich schnell Probleme gekriegt. Da ich aber der Spinner bin, ne? Also es ist jetzt nicht wirklich schwer für mich rumzualbern. Also es ist nicht wirklich, als müsste ich mich da anstrengen. Aber solange ich Witz, Witz, Wahrheit, Witz mache, sagen alle immer, das ist nur ein Spinner, das ist keine Gefahr. Genau, das wollte ich hören. Deswegen mache ich das auch immer mit den Wessis, dass ich immer sage Wessi, damit der Wessi irgendwann als Trotzreaktion, wie kann es der Ossi wagen? Jetzt zeige ich es ihm mal. Und ich sage, bingo, das wollte ich erreichen. Na, man muss ja ein bisschen kitzeln. Jeder braucht wieder was anderes. So, also haben wir erstmal die Psyop aufgebaut, dass ich ein Spinner bin. Es ist nur ein Spinner, den kannst du nicht ernst nehmen, irgendein Verschwörungsfreak, irgendeine Zaxe. Kann ja nicht sein. Okay. Die Dresdner Morgenpost schrieb damals, das Problem bei Falco S. ist, er meint es wirklich ernst. Also das war die hier, also ich habe ja den Zeitungsartikel, das ich aufgehoben habe, Frau Merkel. Das 14 Tage vor der Grenze. Da bin ich sehr stolz darauf. Das reicht aber nicht. Man muss sich die Codes der Gegenseite angewöhnen. Die Gegenseite sendet ja immer bestimmte Zahlencodes, um damit zu kommunizieren. Wenn man die Zahlencodes kennt, geht man dann bei Radio Emergency in Sendung 33, in Woche 33, im Alter von 33 und sendet dort 33 Stunden, 33 Minuten und 33 Sekunden über 3 von 3 Themen über Weltfrieden. Und lässt erstmal jeden in dem Glauben, ja, ich bin in eurem Team. 33. Ja? Gut, deswegen sind die vielleicht auch sauer auf mich. Weil ich die leicht, also es ist ja jetzt nicht verboten, psychologische Kriegsführung ist das Erste im Krieg. Das ist die erste Regel und wird auch immer so bleiben. Und wenn die Gegenseite lügt und betrügt, können sie sich ja nicht aufregen, wenn ich ihre Tricks gegen sie benutze. Selbst schuld. Hätten sie sich mal besser über ihre Dinger informiert. Also, das hat man abgehakt. Dann braucht man eine Datenbank. Eine Datenbank, auf die jeder zugreifen kann, aber über die ich halt die Macht habe. Dass egal welches Thema ich rausstoße, das innerhalb von Sekunden verteilt wird. Egal welche Bilder. Die wurde ziemlich schnell aufgebaut. Ich habe mir damals die ganzen alten Radio Emergency Sendungen angeguckt und in Echtzeit erstmal gegoogelt, Ordner auf Bilder rein. So fing das an. Ich habe einmal mit einem Ordner angefangen, jetzt sind es mittlerweile 72 GB. Das läuft. Die Datenbank hätten wir. Wir hätten die Täuschung aufgebaut, das Narrativ, das ist nur ein Spinner. Und wir hätten die Idee. Weltfrieden. Ich bin nur zur Tafel vor und habe Atomkrieg weggestrichen und habe Weltfrieden hingeschrieben. Weil wenn du den Geist der Menschen eroberst, ne, der Geist entscheidet über die nächsten Funktionen. Wenn du glaubst, morgens Atomkrieg, dann handelst du so, als wäre Atomkrieg. Wenn du aber glaubst, ja, Atomkrieg, genau, sicher, sicher, dann handelst du auch dementsprechend. Also wenn du den Kopf der Leute eroberst, also wahre Power ist die Power der Presse. Deswegen ist es ja so, eigentlich ist es die Schreibtischtäter in Perfektion, die Influencer, wie man sie ja nennen kann, weil sie beeinflussen uns ja ins Negative. Da dachte ich mir, das kann ich auch. Mache ich mein eigenes Medienimperium auf, mit eigenem Geheimdienst und allem drum dran. Also habe ich die Cyber-NVA gegründet, zum Schutz vor westlicher Propaganda. Das ist ein Ein-Mann-Show, das bin nur ich an meinem Laptop. Aber ich fand den Namen toll, Cyber-NVA. In Leipzig ist ja jetzt das Gegenstück, die staatliche NVA, also NSA, als Gegenstück zu uns. Das Gute ist, eine Menge meiner Kumpels haben sich jetzt schon dort beworben. Also wir haben schon so viele Leute dort drinnen. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen. Alle, die gut sind, die kenne ich und die sind aber auf unserer Seite. Also entweder haben sie dann nur Idioten bei sich eingestellt oder die haben nur Leute von uns drin. Ja, ist denn ihr Problem? Mal kurz Druck hin. So. Man muss dann auch noch anfangen, alle Geheimdiensttaktiken. Ich hatte ziemlich viel Langeweile und es gab halt im Internet einfach PDFs von der CIA zum Runterladen, Handbücher. Wie man sich verhält, wie man Täuschung macht, was es für Tricks gibt. Und da gibt es halt die Option Angeln. Wer kennt Angeln? Das normale Angeln bestimmt, aber Antifas Angeln. Du gehst auf eine Antifa-Seite, schreibst, ich liebe die AfD. Wartest 4 Stunden und guckst, wer angebissen hat. Das ist ganz einfach. Das machst du bei jeder Antifa-Gruppe. Nur ich liebe die AfD. Und die beißen von alleine. Dann machst du Block, 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 dann hast du 1000 Antifas in einem Tag weg. Dann war ich plötzlich für die unsichtbar. Okay, das hilft. Der Spinner ist unsichtbar und kann in Ruhe seinen Plan vollführen. Da dachte ich mir, wenn das Pentagon ein Pentagon-Brain hat, also eine künstliche Intelligenz, ein Pentagon-Brain, da dachte ich mir, gut, okay, dann brauchen wir ein World-Brain. Das gesamte Wissen der Menschheit verpackt zu einem.
Habe ich auch so schon auch angefangen mit meinen World Brain Agency Folgen. Wenn man das Ganze jetzt zusammenrechnet, hat man eine gute Grundbedingung zum Starten. Jetzt kommen wir zu den Playern. Da ich gemerkt habe, dass die alte Szene nie wirklich nutzbar war, dass sie entweder, auch wenn sie sagen, sie wären libertär, aber sind alles Hardcore-Kapitalisten. Das sind Hardcore-Kapitalisten. Und vor allen Dingen hatten die alle das Problem, dass sie, wenn sie mal nicht gerade klatschten oder tanzten, einfach nicht fertig werden wollten. Würde ich ein Haus so bauen, wie die Revolution mache, ich würde im Winter erfrieren. Das ist ja das Problem. Deswegen nochmal danke an der Stelle an Leute wie Hajo, die mir ja die Möglichkeit geboten haben, ohne ein einziges Mal betteln zu müssen. Das ist es ja gerade. Ne? Jeder andere hat ja auch die Möglichkeit. Mir war ja egal, wo ich meine Themen präsentiere, Hauptsache ich kann sie präsentieren. Alle anderen haben immer nur Nein gesagt. Spinner, Weltfrieden oder Öff. Selbst diese Klar-TV, die über Aluhüte reden. Na klar, machst du das K vorne weg, ist es bloß ein C, das L ist zu lang, schneidest du ab, bist du bei CIA. Klar-TV, steht doch da. Hab das nie gemacht. Das C wird zum K, das L ist zu lang, schneidest du ab, CIA. Steht doch alles da. Wenn du lieber über Aluhut redest als über Weltfrieden, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ich werfe niemanden von denen vor, außer das, was sie oben auf ihrer eigenen Seite stehen haben. Was sie aber dann unten nie machen. Also suchen wir uns neue Leute. Wen gibt es denn da im Angebot? Wir haben neben Katina Turner, die für mich die Zielgruppe weiblich 50 bis 100 abdeckt. Es ist jetzt nicht so gemeint, wie es jetzt gleich rüberkam. Es war jetzt anders gemeint. Also, der Hajo macht die Männer ab 50 aufwärts, weil ich bin der Meinung, meine Wortwahl ist jetzt nicht so dafür da, um eine 70-jährige Frau zu überzeugen. Da hat die Katrina oder der Hajo bessere Worte. Und dann, das ist nicht meine Zielgruppe, sag mal so. Es kann auch sein, dass es da Überschneidungen gibt, dass es auch Ältere mehr zuhören, aber ich bin erstmal davon ausgegangen, alles, was über 50 ist, macht Hajo und Katrina. Alles, was unter 50 ist, mache ich. Ja! Arbeitsteilung, Outsourcing. Ja, weil wenn du alles alleine machst, dann kriegst du graue Haare. Dann endest du wieder Hajo, hätte ich mal gesagt. Also, es wird ziemlich grau da oben. Das reicht mir aber noch nicht. Wir brauchen noch Tagesaktuelle. Global Change, verbinde die Punkte, Schachmatt News, selbst Samsung und Mind. Wobei ich Samsung und Mind jetzt eher noch in den Teilbereich spirituell. Weil wenn ich Full-Spektrum-Dominanz will, dann will ich jeden Teilaspekt ein Player von uns aufgestellt haben. Verbindet die Punkte. Das Sunny macht tolle Arbeit in Kombination mit Global Change. Brauchst du nichts anderes mehr gucken für Tagesaktuelles. Du guckst die beiden an, plus ein High oder noch abends, und dann bist du bestens informiert. Full Spektrum Dominanz in diesem Bereich. Wie sieht es denn auf der Straße aus? Haben wir denn auch Potenzial auf der Straße? Da kommt der Jürgen ins Spiel. Und der ganz andere, auch notfalls Pegida jetzt unbedingt, ne, ist bei manchen jetzt nicht unbedingt so angesagt, aber es geht darum, dass wir an jedem Namen Jürgen streichen wir. Punkt, wo die Gegenseite agieren kann, auch jemanden haben. Wir haben Radio, Zugang zu Oki Talk und Radio Emergency. Das ist wichtig. Wir haben neben den Twitter-Trends und den Facebook-Gruppen und Seiten, die wir beherrscht haben, auch bei Telegram. Die wichtigsten Seiten und Gruppen bei Telegram sind Leute von uns. Ob nur Global Change, verbindet die Punkte, der Sunny oder ich. Das ist wichtig, dass diese Gruppen mit agieren. Was haben wir denn noch? Wir haben Blogs. Ich habe festgestellt, über 100 meiner Zuschauer haben eigene Blogs und eigene Seiten, auf denen sie Dinge schreiben. Ob jetzt nur Pravda, kennt ihr ja alle, oder Konnektiv. Ja, das sind alles einzelne Pravda, bitte streichen. Einzelne Blogs, wie zum Beispiel bei Konnektiv, weiß ich, jedes einzelne, was ich auf Englisch poste, übersetzt sie eins zu eins auf Deutsch und bringt es sofort raus. Das ist alles Arbeit, die mir abgenommen wird. Ich habe früher ja auch die X22-Dinger gestreamt mit Untertitel, bis dann Global Change, der Neo und der Benny, das sagten, das geht nicht so weiter. Ach, danke. Bis der Neo und der Benny dann gemeint haben, das geht besser. Seitdem haben die ja angefangen, diese X22 zu übersetzen. Da ist ja erst der Kanal entstanden. Ich habe das Glück, ich bin ja selber Influencer. Als die Katrina damals bei mir zugeguckt hat, hat sie gemeint, endlich mal ist jemand da hier in Deutschland. Na, dann hat sie ja später auch einen Hajo kennengelernt. Ich habe den Sunny
leicht beeinflusst in meiner Wortwahl. Ich habe Global Change leicht beeinflusst. Ich habe den Hajo, das ist ja das Geile. Wenn man weiß, was man dem Hajo sagen muss, Brandenburger Tor geht los. Da sagt der Hajo, ja klar, ist eine gute Idee. Dann muss der Daniel das klar machen. Ich mag diese Arbeitsweise. Der Daniel ist vielleicht nicht unbedingt, aber es ist egal. Es geht ja darum, als Team zu agieren, diese perfekte Alchemie hinzukriegen. Wie ein Fußballteam, wo du halt jemanden mitnimmst, der ist jetzt 37, der wird jetzt nicht mehr das Spiel retten. Aber den kannst du in der 89 Minute reinhauen, der macht einen Kopfball und danach fällt das Tor. Na, so denke ich. Als richtiger Trainer musst du ja jeden Bereich, der kommen könnte, mit bedenken. Dann habe ich angefangen, mir ein Netz aufzubauen. Ich habe mir in jeder Stadt über die Pegida-Strukturen, die ja damals vor 5 Jahren in jeder Stadt waren, habe ich mir Leute rausgesucht, die positiv aufgefallen sind durch ihre Leistung, weil sie tagtäglich geteilt haben. Die habe ich dann als Landlords, kann man das sagen, nee, als Stützpunkt in der Region. Weil der Freund vom Freund vom Freundesfreund in jeder Stadt, aus jeder politischen Richtung, habe ich ja mittlerweile einen. Egal, ob du 18 bist oder 99, egal aus welcher Stadt, wir haben überall jemanden, der das teilt. Weil so kann man nämlich das Problem der Zensur umgehen. Wenn du ganz Deutschland zu einer Filterbubble machst, dann hat das ganze Prinzip einer Filterbubble gar keinen Sinn mehr. Weil die können das dann zwar zensieren, aber wenn der Freund vom Freund vom Freundesfreund, das in jeder Stadt, dann hast du überall die Schnittmenge. Und dann funktioniert ihr ganzes System nicht mehr von Zensur. Wir haben dann auch irgendwann angefangen, absichtliche Fehler einzubauen. www.leerzeichen und dann aus der Rest des Linkes. Der Algorithmus sieht das nie. Das flutscht durch. Jeder andere sieht und denkt, aha, das ist ein defekter Link, macht das Leerzeichen raus, funktioniert. Also man kann jede Struktur und jede Zensur der Gegenseite, ne, wenn man IT-Fachmann ist und ganz genau guckt, dann kann man auch den Algorithmus füttern. Die hatten ein System auf deutschem Boden eingerichtet, dass sich alle Meldungen alle im halben Jahr wiederholen. Okay, dachte ich mir, hausch 10.000 Bilder rein, die werden sich jetzt alle im halben Jahr wiederholen. Ist euch das nie aufgefallen, dass immer bestimmte Meldungen nach 2-3 Monaten normal kamen? Und man sich dachte, die kenne ich doch schon. Und die kenne ich doch auch schon. So war das nicht letztes Mal noch ein anderes Datum in dem Artikel. Das wiederholt sich einiges. Wenn man dann das Netz hat, wenn man die Datenbank hat, wenn man die Strukturen hat und wenn man die 1000 Abonnenten auf Facebook, auf YouTube erreichen, weil bevor man 1000 hat, darf man ja nie auf Sendung gehen. Das war das Hauptproblem. Alle neuen konnten nicht entstehen, weil sie mussten erstmal 1000 Abonnenten auf YouTube. Wie kriegst du aber 1000 Abonnenten, wenn du nie senden kannst? Somit war sichergestellt, dass Janik und wie sie alle heißen da oben niemals Konkurrenz kriegen. Deswegen musste ich ja guerillamäßig in alle Sendungen gehen und dort 10.000 Brotkrümel schießen, um alle neugierig zu machen. Wer es nicht weiß, in der ersten Sendung im Radio haben glaube ich 15.000 Leute erstmal gelacht, weil ich sagte, ja, der Weltfrieden ist nah, macht euch bereit. Dann hieß es gleich erstmal, Falco wäre der Ablenker, der alle Deutschen ins Dunkel führt. Ja, der Ablenker. Okay. Hatte aber das Glück, dass ich mindestens 2.000 Leute damals schon neugierig gemacht habe. Noch nie überzeugt, sondern erstmal neugierig, angetriggert. Über den Lauf der Zeit haben sich die dann mehr und mehr für die Sache begeistert. Je länger man mir zuhört, umso eher ist man bereit, auch dort mitzumachen. Das ist ja gerade das Geile an dem ganzen Netzwerk, was wir hier aufgebaut haben. Ich musste nie ein einziges Mal einen Befehl geben. Jeder macht freiwillig. Wir haben dort mittlerweile Strukturen. Ich kann bloß bei Checkmate News, ich sage zwar immer Schachmatt News, aber Checkmate News, die haben einen Wochenplan aufgestellt, 14 Tage, da kann sich jeder eintragen. Freitags habe ich Lust, was zu machen. Kannst du auswählen, ob du übersetzt, Texte schreibst oder cuttest oder wie du es zusammenführst. Und dann kannst du dich eintragen. Weil nie jeder hat jeden Tag Zeit für Revolution. Wir machen quasi Teilzeitrevolution. Ne? Jeder kann sich eintragen, wenn er helfen will. Da schreibt man immer auf Telegram einen kurzen Text. Wir brauchen Leute, die mit einer guten Stimme, die was einsprechen. Plötzlich melden sich 500 Freiwillige. Und dann musste dann Schachmatt-News, mussten dann erstmal den ganzen Tag nur Vorstellungsgespräche abarbeiten, um das Ganze irgendwie zu sondieren. Aber wir haben mittlerweile Möglichkeiten, die sind so genial. Nur noch, dass wir jede Lüge zerstören können, nur noch, dass wir die Glaubwürdigkeit erarbeitet haben. Was ja wichtig ist, ne? Dass die Optik stimmt, dass die Glaubwürdigkeit stimmt. Das Problem an der alten Szene war, die kamen alle entweder aus dem Rotlicht, aus der Presse oder waren irgendwelche Logen-Boys. Ne? Entweder Rotlicht, wenn du aus dem Rotlicht kommst, dann glaube ich dir nicht, dass du jetzt für Menschenrechte bist. Ne? Gerade lag noch die Nutte neben dir und jetzt bist du für Menschenrechte. Das ist schwer vorstellbar. Wenn du Maurer bist oder Drachentöter oder was es nicht alles hier gibt, für Ordensdinge. Dann habe ich immer dieses Beigeschmäckle. Ich vertraue dir erstmal nie, bis du mir bewiesen hast, dass ich dir vertrauen kann. Und alle anderen waren halt früher Journalisten. Und so agieren sie halt auch.
wie Journalist. Deswegen bin ich ja zum Glück Analyst und kein Journalist. Du brauchst den großen Blick über das Ganze. So. Der nächste entscheidende Punkt ist, wie teilt man das Ganze auf? Wir brauchen historischen Background auf deutschem Boden. Das macht der HIO. Alles deutsch, historisch. Also ich versuche immer die Konzepte, die es im Fernsehen schon gibt, erfolgreich beim Schaf 1:1 zu übernehmen. Die machen historische Beiträge über Deutschland, machen wir auch. Nur unsere sind halt anders. Die machen hart aber fair, wir machen hart aber fair mit Hajo. Da ist doch kein Problem. Menschen bei Maischberger und Menschen bei Hajo. Die Konzepte sind gut, nur die Infos, die sie präsentieren, sind schlecht. Also übernehmen wir die Konzepte 1:1 und machen es besser. Wir müssen die Welt nie neu erfinden. Es ist ja alles schon da. Theoretisch. Ne? Ganz wichtig dabei ist die Optik. Denn ob du jetzt noch aus der Presse kommst oder aus dem Rotlicht, früher oder später wird man dich deswegen angreifen. Deswegen ist ja der HIO so praktisch, weil der HIO ist unbefleckt. Die haben jetzt bis heute nichts gefunden, was die im HIO vorwerfen können. Außer diese sinnlosen, er wäre von der SED und er wäre vom Kaiser das Kind. Und selbst wenn er vom Kaiser das Kind wäre, wo wäre das Problem? Das ist ja die Frage da. Ach nee. Wenn die Optik stimmt, wenn man Leute gefunden hat, wie die Katrina, den du nichts vorwerfen kannst, wie dem Sunny, dem man nichts vorwerfen kann, wie man Global Change nichts vorwerfen kann, weil die sind unbefleckt. Die sind alle erst seit 2, höchstens 3 Jahren dabei. Gut, Katrina schon länger, aber das ist wichtig. Um die Glaubwürdigkeit draußen, weil ich habe ziemlich oft festgestellt, dass viele aus der alternativen Szene, die haben so einen Klatsch weg. Die haben, also jetzt nicht böse gemeint, aber wie willst du einen normalen aufklären, wenn du selber einen Dachschaden hast? Ja, das ist Optik. Ne? Also, wenn du da ankommst, sagt die Galaktische Union und die Aliens und bla und ihr Drachenmenschen. Da guckt sich mein Vater an und sagt, genau, das ist die Tür. Ja, das ist das so. Die haben den Kontakt zum Schaf verloren. Die wissen nicht mal mehr, wie das Schaf riecht und wie es spricht und was es macht. Ja, das ist ein wichtiges Problem, weil du kannst niemanden erwecken. Und vor allem haben die sich ja immer untereinander gestritten, bis sie dann nur noch eine Meinung hatten und die war falsch. Ich habe das ja gemerkt, als ich dann meine Meinung präsentiert hatte. Ich lag immer gegenteilig zu den anderen. Ich sage nur Venezuela, wie sie alle dachten, Krieg geht los. Oder Russland. Oder der Ehe, der meinte, der Russe ist kurz vor dem Angriff. Da kam der Russe in Italien raus und brachte Corona-Hilfe. Na? Das sind ja die Helden, die wir ja auf deutschem Boden haben, wo du auch nicht immer weißt, sind das jetzt Verfassungsschutz oder was ist das? Das ist alles ganz skeptisch. Wenn du da aber eine Gruppe gefunden hast von Unbefleckten, ne? Sunny, Global Change, ja gut, ob ich jetzt unbefleckt bin, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Ich bin ja jetzt seit gestern Rüpel und Sektenführer, wie man mich nennt. Apropos, mich hat noch nie einer Sektenführer genannt. Also linker Spinner, Aluhutträger. Ne? Wir hatten Nazi-Reichsbürger, Hippie hat man mich genannt, Anti-Amerikaner und Putin-Versteher, dann hat man mich noch Trump-Fan genannt und jetzt Sektenführer. Also habe ich, glaube ich, alles, was es gibt auf dem Spektrum, hat ich ja schon mal gehabt. Reichsbürger hat man mich auch, glaube ich, schon genannt. Und der Nazi der Woche war ich damals, als ich aufgerufen habe, Frau Merkel zu verhaften. Also irgendwann fällt ihnen nichts mehr ein. Da kommen sie mit einem Sektenführer. Ich habe dann gestern erstmal gegoogelt, was macht ein Sektenführer? Ich weiß das nicht. Muss ich da was Besonderes anziehen? Ja, die hauen immer Dinge raus, du bist Sektenführer und schaff mal googeln, was macht ein Sektenführer? Na, also für mich ist das Neuland, selbst als Sektenführer. Ach nee, ist das lustig. So, ich brauche einen kurzen Schluck. Ja, ich liebe sowas. Werbung machen für Zuckerwasser. Was schädlich ist. Aber sieht immer noch besser aus als Kaffee, das ist genauso schwarz. So. Was macht man als nächstes? Man macht die Wahrheit zur Waffe. Ich habe mir dann angewöhnt, Frauenlogik zu benutzen, weil Frauen haben immer recht. Ja? Jeder Mann weiß das. Es hat keinen Sinn, weil Brüste haben immer recht. Immer. Oder du hast. An der Stelle frage ich jeden da draußen. Was willst du machen, wenn einer Frauenlogik mit Wahrheit kombiniert und den Viagra-Brust-Kodex konzipiert? Weil Wahrheit ist wie Viagra und Brüste haben immer recht. Und wenn du das dann auch noch als 1000 Fronten Blitzkrieg, als Lesbe kriegstechnisch einsetzt,
Wie willst du sowas? Du kommst nicht mal auf so ein Bullshit. Wie willst du das dann verteidigen? Ich meine, wer rief auf, Istanbul wird Putingrad heißen? Hm? Wer schickte alles an Free Tech Energy an Nordkorea und schrieb den Südkoreanern und Japanern, ich habe es den Nordkoreanern gegeben? Ich meine, why not? Das ist doch der entscheidende Punkt. Ne? Wer hat aufgerufen, bei der ISIS ins Telefon zu wichsen? Hey, Big Daddy, Baghdadi. Alle Wichser Deutschlands, vereint euch für den Frieden. Du ist die Nummer, wichst rein. Wie willst du das verteidigen? Willkommen in meiner Welt. Hast dann, aber am Ende stellst du fest, sie haben immer recht. Auch wenn sie Unrecht haben, aber sie haben recht. Du musst so lange der Frau zuhören, bis sie sich selbst widerspricht. Dann musst du sie darauf hinweisen und hat sie Error. Dann ziehen sie sich meistens aus, um vom Thema abzulenken. Das sind jahrelange Studien. Ich habe ja Frauenlogik studiert. Was glaubt ihr, vorhin in meinem Account Bitch drin steht? Ich habe das ja gelernt. Ich habe immer bei den Besten gelernt. Nee, wenn man jetzt die Wahrheit zu einer Waffe macht und mit Frauenlogik unterlegt, kannst du nichts machen. Die Wahrheit, also ich habe immer gesagt, die Wahrheit ist wie Viagra. Sie steht einfach nur da, du musst sie nicht schützen. Standhaft. Lass mir das jetzt lieber. Wieder Fels in der Brandung. Die Wahrheit. Iwusch, sagt man dann immer. So. Wenn man das alles kombiniert hat mit Frauenlogik, die Wortwahl so benutzt, dass man die Worte selber framed, wie Google Gulag. Du sagst einer, das ist Verschwörungstheorie, da sage ich hier US Google Patent. Gespräch beendet. Du kannst die Worte selber framen. So wie sie immer Totschlagargumente, dass du dann nicht darauf antworten kannst, das können wir doch auch. Google Gulag. Wenn jetzt zum Beispiel die Presse Fake News macht, schreibt jeder von uns bloß noch Hashtag Fake News drunter. Jeder, der einen Artikel gelesen hat, stimmt uns dann zu und sagt, das ist ja wirklich Fake News. Die haben ein Wort für uns erfunden, was wir gegen sie benutzen können. Es ist genial. Du kannst alles, was sie machen, rumdrehen und gegen sie nutzen. Weil sie haben halt nur eine Antifa und die waren halt strunzendumm. Ja. Wenn du sowas durchziehen willst, dann brauchst du Idioten. Na, weil ansonsten fällt ihnen ja auf, was sie machen und dann würden sie widersprechen. Und so haben sie ein Rudel, kann man ein Rudel sagen? Der Diaz der Liebigstraße hier mit der coolen Matratze. Das waren halt unsere Gegner. Plus halt die Stasi-Kahane-Stiftung. Aber das ist ja kein Problem. Wenn du alle Antifas rausgeblockt hast und keiner weiß, wie du aussiehst, also ist erst seit 3 oder 4 Monaten wissen ja die Leute, wie ich aussehe, und keiner weiß, wo du wohnst und du eh immer nur auf deiner Couch bist, kann ja erstmal theoretisch nichts passieren. Na, theoretisch. Also du musst zum Bäcker rüber, hier die 5 Meter. Aber da bin ich dann immer an der Liliane über die Straße. Dann also früh ist dann immer so. Gut. Wenn man die ganzen Dinge hat, wenn man dann die Zensur noch umgehen kann, wenn man die ganzen Zensur, entweder Dinge falsch schreibt oder die Filterbubbles so ausweitet, wenn man die ganzen Infos hat, wenn man die Netzwerke hat, wenn man das Netz hat, um einen Ping rauszusenden, dann kann man mit diesem Schachspiel beginnen. Ich habe ziemlich schnell festgestellt, nach 2 Zügen war die Gegenseite Schachmatt. Die konnten nicht mal Schach. Na, alle wussten, auf deutschen Boden wurde Great Chessboard gespielt und keiner wollte sich hinsetzen und gegen die spielen. Die hatten sofort verloren. Konnte bloß keiner ahnen, dass sie das nicht können. Denn dieser Informationskrieg, der ja aktuell läuft, ist mittlerweile komplett in unserer Hand. Das ist das Entscheidende. Als ich vor 2,5 Jahren, also im März 2018, begann ich, als diese 10 Rabbis im Weißen Haus waren, dachte ich mir dann 14 Tage vom Weltkriegsbeginn, will nie bald mal irgendjemand was machen? Oder muss ich jetzt hier aufstehen? Ja, und dann bin ich von meiner Couch die 5 Meter bis zu meinem Schreibtisch und dachte mir, jetzt reicht's. Im Fernsehen kommt nichts. Ja, ich habe damals meine Fernsehsender extra verdoppelt, damit ich länger brauche zum Durchschalten. Bis wieder, ne? Irgendwann dachte ich dann, okay, Fernsehen kommt nichts, das kann nicht mehr so weitergehen, machen wir Revolution. Wie machen wir Revolution? Also Laptop an, gib mir einen Laptop, gib mir Internet und ich verändere dir die Welt. Das ist kein Problem. 165 Anschläge die Minute am Stück. Also mein Kopf ist dann meistens noch schneller, meine Hände kommen bloß nicht hinterher. Dann habe ich auch ziemlich schnell festgestellt, das, was ich erzähle, versteht keiner. Ich war im Radio, ich habe versucht, langsam zu reden. Aber ich habe ziemlich schnell festgestellt, man versteht mich nicht. Also habe ich dann eine Sendung gemacht, wo ich erstmal die ganzen Timelines aufgelistet habe. Was denn wann passiert ist, damit wir uns aber darauf einigen können, die Zeitung ist an dem Tag gegründet, an dem Tag ist das passiert. Da waren auch schon wieder Probleme. Weil sie nicht mal das hingekriegt haben. Dann habe ich jedes einzelne Teilstück mit Bildern noch unterlegt. Weil ich dachte erst, am Radio reicht's. Dann dachte ich, mit Bildern reicht's. Irgendwann aufgrund der, ich will es nicht sagen Inkompetenz, aber doch schon irgendwie, habe ich angefangen, diese Maps zu machen, diese riesengroßen, wo ich dann alles, ne, was ich auf meiner Couch sitze, schon das Bild mit dem verbinde. Und dann haben es die Leute plötzlich verstanden.
Man muss ja erstmal testen, wie du das Ganze am besten vermittelst. Wir machen das ja alle zum ersten Mal. Es gibt ja kein Allheilmittel. Ich habe mein Vater ist aufgewacht, als er nachts mal aufs Klo musste. Also, das klingt jetzt blöd, aber geht dann auf den Balkon, denkt sich, ich rauche mal eine, guckt zum Mond, sind drei Streifen vor dem Mond. Mein Vater die Brille, guckt, macht die Brille sauber, guckt, macht sie nochmal sauber, guckt nochmal, das geht nicht. Das geht nicht, das ist unmöglich. Drei Streifen vor dem Vollmond, das geht nicht. Ne, mein Vater überzeugt. Aber bei jedem ist es halt was anderes. Es gibt keine Formel, wo du sagen kannst, ja, so kriegst du. Deswegen ist es ja wichtig, dass wir wirklich jeden einzelnen Teilaspekt des Ganzen kontrollieren und uns dort so vorarbeiten, dass jeder erstmal die Option hat. Ich will ja niemanden überzeugen. Ich will nur nach dem Motto, du stehst einen Stand, wo du dir was holen kannst, ohne dass der dir was aufquatscht. Weil dieses Wolle Rose kaufen, was du immer hast, ne? Dass dir jemand das aufquatscht gegen deinen Willen. Was ich immer beim Islam oder bei Veganern so, also nichts gegen Veganer, aber die haben immer diese Angewohnheit, eben was verkaufen zu wollen. Das ist wie beim Islam oder wie bei Wolle Rose kaufen. Wir stellen einfach bloß die Infos zur Verfügung. Wenn die Leute bereit sind, klicken sie das von alleine. Mir ist es wichtig, dass wenn du auf Google was eingibst, du auf Deutsch was findest. Weil das war das. Die wichtigsten Themen waren auf Deutsch nie verfügbar. Oder nur auf Englisch, aber der Ossi hat ja nie Englisch gelernt. Die mussten ja Russisch lernen und das wollten sie nicht. Das war ja das Problem. Deswegen habe ich mir dann angewöhnt, alles erstmal auf Ostdeutsch verfügbar zu machen. Weil der Wessi kann ja so gesehen Englisch, nutzt aber deine Möglichkeiten nicht. Die Ossis sind ja quasi die Anti-Boomer. Du hast nach 45 die verarscht wurden und gestriezt und die gleich gelobt wurden nach 45. Dann hat man nach der Wende das Ganze nochmal. Die Ossis sind aus diesem Modus nie rausgekommen. Na, die wurden gleich nach der Wende auch wieder verarscht und sind dadurch immer kritisch geblieben. Die nach 45 im Westen, das sind die Boomer, die Babyboomer. Die sind am längsten in der Matrix drinnen, auch im Kopf. Während wir am Osten halt die Anti-Boomer haben, die sind komplett das Gegenteil. Die sind seit Anfang an wach, weil die letzten 70 Jahre nur verarscht wurden und wissen, wie man verarscht wird. Die nennt man heute alle Nazis. Ne? Das ist es ja gerade. Die 89 die Revolution gemacht haben, sind heute die Nazis. Ist ja logisch. Gegen Kommunismus ist es gut, aber gegen die Merkel nie. Egal. Wenn man diese Potenziale, die da sind, auch dann sinnvoll nutzt, deswegen sehe ich ja dieses Wendler-Experiment so spannend. Na, man muss das, was da ist, nutzen. Man kann es nie mit Wunschträumen agieren, sondern realistisch gucken, was ist im Angebot, was können wir noch mehr nutzen, weil irgendwann ist Hajos und meine Möglichkeiten begrenzt. Bis dann plötzlich ein Xavier Naidoo kommt oder ein Wendler und Dinge von uns teilt. Hätte ich nie im Leben gedacht, dass wir mal jemals über den Wendler reden. Aber mittlerweile muss man ja sagen, wenn du die Bild-Zeitung hast, Bild-Zeitungsleser gucken nicht RTL 2. RTL 2-Leser gucken nicht ZDF. Aber du hast den ZDF, den ja der so rumrennt. Na, du hast für RTL 2, hast du den Wendler, du hast für die Bild-Zeitung regelmäßig Revolutionstexte. Du hast jeden einzelnen Bereich auch langsam angetriggert. Du hast in der Deutschpop hast du die Nena und den Xavier Naidoo, du hast den Schlager, hast du den Wendler und du hast jetzt in Comedy noch den Pocher. Wenn jetzt noch ein Fußballer dazukommt und hier die Nina Hagen und hier der von Gold Rabbi Gold, dann sind wir auf dem besten Weg. Na, das ist nicht das Problem. Man muss alle Möglichkeiten nutzen, die da sind, sonst kommt man hier nie voran. Weil das Ziel bei der ganzen Sache ist, wir wollen es ohne Gewalt. Das ist ganz wichtig. Wir Ossis haben einen Ruf zu verlieren. Wir brauchen keine Panzer. Wir brauchen keine Waffen. Wir gewinnen auch so. Vom Russen hatten wir ja damals Angst. Da kam er immer sofort, hat sofort geschossen. Aber Frau Merkel hatte nicht mal Panzer. Und selbst wenn sie welche hätte und würde den Befehl geben, würden die Panzer sofort Richtung Berlin ziehen, weil sie es gewagt hat, den guten Steuerzahler, ne, eine Flinte vors Gesicht zu haben. Also eine Flinten-Uschi. Gut, gucken wir nochmal. Was haben wir denn noch auf meinem Zettel? Wir haben Historisches und Reports. Line Media kann man da auch noch mit nennen. Ja. Es gibt eigentlich so viele, die ich nennen müsste. Jetzt fallen sie mir auch alle gerade nie ein. Ganz wichtig sind auch die Research-Teams. Also wir haben jetzt mittlerweile Teams, die den ganzen Tag nur Dinge übersetzen. Es kommt ein englisches Video raus, da zerschneiden die ein 30-Minuten-Video in 3x10-Minuten-Teile. Die ersten schreiben den Text, die zweiten sprechen ihn ein und die dritten fügen das dann als Video auf Deutsch zusammen. Wir haben teilweise innerhalb von 12 Stunden haben wir Übersetzung raus. Ja, also die Struktur, das musst du erstmal haben. Dann haben wir Dann waren wir noch im Team. Es sind so viele. Mir fallen immer die Namen nicht ein. Die ganzen Research, die Karin kann man noch nennen. Die Sole, die Kreativoase. Wer das noch nie gehört hat, die Kreativoase, dort planen wir schon die Welt von morgen. Dort sind Konzepte wie der Garten von morgen. Wie kannst du das alles so machen, dass es dann Energie sinnvoll aufgebaut ist? Das kann man ja alles heute schon planen. Dann haben wir noch diesen Bereich von der Sam. Na, Sam Soul and Mind.
Das ist ein Teilbereich, den könnte ich nie abdecken. Spirit und Love und das ist jetzt halt nicht mein, das ist nicht mein Gebiet. Deswegen ist es wichtig, dass wir aber das trotzdem in unserem Team drin haben. Weil ich will 100% der Deutschen in der neuen Welt. Und da lassen wir keinen zurück. Deswegen müssen wir die auch. Bloß weil ich da selber nicht dran glaube, an dieses Peace, Love und lange Leute. Da heißt ja nicht, dass es nie andere gibt. Ne? Und meine Stimme würde die dann wahrscheinlich verschrecken. Dann haben wir noch die Joppies. Die Joppies sind ein paar Schweizer, die machen, ich glaube, es ist auch schon seit 4 oder 5 Jahren, regelmäßig jeden Tag zu irgendeinem Thema massenhaft Bilder und machen Texte. Jeden Tag. Die machen jeden Tag Aufklärung. Na, also wenn wir uns angucken, was wir an Potenzial an Leuten haben, und ich muss nochmal dazu sagen, ich musste kein einziges Mal irgendwas sagen oder einen Befehl geben. Alle machen es freiwillig. Weil alle wissen, ich habe nur Weltfrieden auf meine Tafel dran geschrieben, aber alle laufen in dieselbe Richtung und alle ziehen mit. Und wir haben jetzt die Glaubwürdigkeit auf unserer Seite, wir haben das Narrativ, die Meinung hat sich durchgesetzt und vor allen Dingen die Optik. Na? Man versucht ja immer noch beim Hajo irgendwas oder bei mir, aber das klappt ja nie. Nach so vielen, die haben so viele Ressourcen und finden trotzdem nichts Negatives über uns. Weil einfach nichts da. Took my chances. Went the distance. Will to survive. Boom, we have a dream. 105.000 Soldaten waren im Stadion 63 und sie sagten, wir machen jetzt Karriere. Wir gehen da raus und wir holen uns unser Land zurück. And he's watching us all with the babylonischen Bücher wertlos gemacht habe. Herzlich willkommen, liebe fucking Freimaurer und Illuminaten. Hier ist die Q-Army, die Q-Force, die White Army. Das Beste von Thor, Kaiser und Camelot. In einer Crew. An dem Tag, an dem das Sturmtief Falco übers Land zog, ein Jahr später, passierte das. Exakt ein Jahr Delta. Nach dem Sturmtief. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember.
thing, club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner round. So, ich würde sagen, jetzt cutten wir das Video, machen Teil 1 und ich komme in 2 Minuten wieder mit Research Part 2, wo wir jetzt noch ein bisschen was zeigen. Jetzt gucken eh bloß 634 Leute zu. Pff, da lohnt es doch gar nicht. Hm? Und daran sehe ich immer, ne? Was haben wir halt von Tag Freitag? Okay. Ich glaube nie, dass großartig irgendwas anderes läuft. Es ist halt einfach kein Interesse da an Weltfrieden. Ich merke das immer wieder. Schade, dass der Kanal zu General Flynn nicht funkt. Du, es ist kein Problem, dass mit den 911 deutscher Bank Tower habe ich bereits an General Flynn weitergegeben. Heute gegen Mittag schrieb H.G. Wells nochmal, John G. Wells, seine Frau nochmal, dass ich ihr alle Beweislage und alles nochmal genau zuschicken soll, damit sie es besser an General Flynn weitergeben kann. Und es ist vollbracht. Ich habe aber auch das israelische Militär informiert. Der eine, der ja immer mich zuquatscht. Und auch über meinen Kanal alle Bundeswehrsoldaten und alle Ritter aktiviert. Wenn da irgendwas kommt, wissen jetzt alle Bescheid. Gut, in 5 Minuten geht's weiter. Dann machen wir noch ein bisschen Research und Vorbereitung. Denn die Deltas fliegen um die Ecke wie selten zuvor. Es stand ein Sturm-TV und dann kam ein Jahr später Delta Army Navy Game. Corona, Ende Zweiten Weltkrieg, 11.08.20, ein Jahr später. Hussü, klemm aufs Mal, Moment. Juhu, entschied das mal.